This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute geht's darum, Zeit ist Geld, ist Bullshit. Zeit ist nicht gleich Geld. Wenn ich Geld habe, kann ich mir davon keine Zeit kaufen, okay? Ich kann mir vielleicht mit der Zeit, die ich opfer, die ich nie wieder bekomme, kann ich mir vielleicht Geld erarbeiten. Aber die Zeit kriege ich nicht wieder zurück. Also die Gleichung ist so einfach falsch. Und ja, das muss man sich klar machen. Die Zeit, die einem verloren geht, indem man Dinge tut, nur um Geld zu verdienen, in der Zeit könnte man auch Dinge tun, die einem Spaß machen. Und diese Zeit kriegt man eben nie wieder. Wenn dein Kind mal erwachsen ist, dann siehst du es nicht nochmal aufwachsen, wenn du in der Zeit gearbeitet hast. Und die Zeit ist einfach weg. Die Sonne scheint, du hockst im Büro. Morgen scheint die Sonne vielleicht nicht. Und irgendwann bist du nicht mehr auf der Welt, weil du dein ganzes Leben gearbeitet hast. Und dann, wenn du aufhörst zu arbeiten, dann bist du alt, hast keine Gesundheit mehr, weißt gar nichts mit der Zeit anzufangen. Und ja, es ist eben so, die drei Dinge, Zeit, Geld und Gesundheit. Wenn man jung ist, hat man Zeit, kein Geld und Gesundheit aber dafür. Wenn man dann arbeitet, ne, dann hat man halt eben Geld, aber keine Zeit mehr. Wenn man alt ist, hat man eben die Zeit, hat aber dafür eben die Gesundheit nicht mehr. Geld hat man auch, aber ja, immer fehlt was. Und ich denke, wenn man wirklich dem nachgeht, was einen erfüllt, das tut, was einen wirklich erfüllt. Und die meisten wissen nicht mal, was sie erfüllt. Die meisten wissen ja nicht mehr, was sie wollen, was sie nicht wollen. Das ist der wichtigste Punkt, sich das erstmal klar zu machen. Und das kann man sich zum Beispiel so klar machen. Was würdest du denn machen, wenn du jeden Tag den Rest deines Lebens frei hättest und alles dir zur Verfügung stehen würde? Alles Geld der Welt, alles Materielle würde dir zur Verfügung stehen. Was würdest du jeden Tag machen? Was ist das? Und da rede ich jetzt nicht so von so Dingen, die du jetzt gerade kurz machen würdest, weil du einfach den Gedanken von der Gesellschaft irgendwie eingeimpft bekommen hast, weil Autofahren geil ist oder ein Porsche und weil es so wertvoll ist. Das Porsche-Fahren wird langweilig nach 3 Tagen, wenn du es nur machst aus dem Grund, falls jeder mal machen will oder was auch immer. Was würdest du wirklich selber wollen? Wirklich den Rest deines Lebens, jeden Tag, egal wie die Umstände sind. Und das sollte man machen. Und man sollte gar nicht über Geld nachdenken. Geld, das ist ein Nebenprodukt, das passiert dann, das kommt halt irgendwie. Wie es kommt, weiß man nicht. Lass dich überraschen, du musst nur vertrauen, wenn du nicht vertraust, dann kommt es auch nicht. Und ja, aber buckelt nicht jeden Tag auf irgendeiner scheiß Arbeit, nur weil sie irgendwie die Miete zahlt. Und kauft euch nicht irgendwelche unnötigen Sachen, dann müsst ihr gar nicht. Wer sagt denn, dass du hier wohnen musst? Du kannst auch in irgendein Land gehen, wo alles billiger ist. Völlig egal. Muss jeder selber wissen. Aber auf was ich hinaus will, ist einfach nur die Zeit, die du verschwendest auf einer Arbeit, die dir keinen Spaß macht, die kommt nie wieder. Dein Kind wächst nicht nochmal auf. Du bist nicht nochmal so gesund, du bist nicht nochmal so jung wie jetzt. Es ist im Alter immer alles weg. Und dann immer diese Abers, die der Kopf da reinstreut, so, aber ich muss Geld verdienen, aber irgendwie muss ich ja von was leben.
Ja, das wird schon kommen, aber es wird auf jeden Fall kommen. Und jeder hat wohl die Möglichkeit. Diese Abers, die sind immer nur vom Kopf reingestreut. Wenn du willst, dann wirst du einen Weg finden. Und du wirst zumindest einen Weg finden, dir mal Zeit zu gönnen. Und du kannst genauso, du kannst von Hartz IV leben, du kannst von was weiß ich. Bis du gefunden hast, was dich erfüllt. In Deutschland muss keiner auf der Straße leben. Muss keiner. Ja, ist vielleicht schwer zu verstehen, aber die Leute, die suchen sich das aus. Und es gibt Hilfsstationen, es gibt alles Mögliche. Aber so weit kommt es nun mal gar nicht, wenn du wirklich das tust, was dich erfüllt. Du wirst immer damit Geld verdienen. Du wirst zumindest bekommen, was du brauchst. Es ist, ja, hab nur Vertrauen. Und wenn es nicht klappt, du hast Spaß dabei gehabt. Was bringt es dir denn, dein Leben lang zu buckeln, was dir keinen Spaß macht? Und dann ins Gras zu beißen, ja, dann wurdest du vielleicht alt. So will ich nicht alt werden. Ey, dann sterbe ich lieber jung. Ja, anderer Punkt ist noch, dass dieser Arbeitsgedanke auch einfach nur in unsere Gesellschaft eingeimpft wurde. Naturvölker arbeiten vielleicht 2, 3 Stunden arbeiten am Tag, wo sie sich Nahrung besorgen müssen. Wir müssten nicht mal, 1% unserer Bevölkerung müsste nicht mal arbeiten. Oder 1%, 1% knapp müsste arbeiten, damit die ganze Weltbevölkerung mit Essen versorgt ist. Der Rest der Jobs sind Dienstleistungsjobs. Diese Jobs sind aus dem Boden gestampft, die sind unnötig. Schaut euch doch mal viele Jobs beim Staat an. Da gehen die Leute hin, frühst betrunken, legen sich auf die Arbeit und schlafen dann erstmal. Da hocken halt den ganzen Tag im Büro, kriegen ihr Geld für nichts. Oder andere füllen einen Papierkrieg wieder aus, klagen, die anderen klagen dagegen und es sind alles nur Dienstleistungsjobs und irgendwelche aus dem Boden gestampften Jobs. Die einen bieten Massagen an, die anderen bieten irgendwie auch Urlaubsplanung an und was weiß ich. Diese Jobs, die sind gar nicht mehr dafür da, um euch zu versorgen. Was wir wirklich brauchen, macht euch das mal klar, ist so gut wie nichts. 1% der Weltbevölkerung müsste arbeiten. Und ja, wir haben es wirklich geschafft, so in diesen Arbeits- und Wachstumsgedanken, in diesen so reinzukommen, der ist so in den Köpfen von ganz normalen Menschen da draußen drin. Von dir natürlich nicht, hoffe ich nicht. Wir meinen, heutzutage müssten beide Elternteile arbeiten, 40 Stunden. Früher hat ein Elternteil gearbeitet, 40 Stunden, konnte die ganze Familie versorgen. Wir müssen immer mehr arbeiten, obwohl wir immer produktiver sind. Es ist so paradox, lasst euch doch nicht so einen Schmarrn erzählen. Wir müssen gar nichts. Kommt mal wieder in die Selbstverantwortung und konsumiert nicht lauter so einen Schwachsinn. Dann kommt man auch mal wieder auf vernünftige Gedanken. Für mich sind die Gedanken mittlerweile so abwegig, die normaler Mensch hat. Deswegen ist es oft schwer für mich, irgendwie sowas zu erklären. Aber ja, ist so unsinnig. Ein Naturvolk, ja, 2 Stunden, ey. Der macht alles mit den Händen. Er arbeitet, der sammelt sich seine Nahrung mit den Händen, ey, und braucht 2 Stunden am Tag. Und wir sollen, wir sollen beide Elternteile 40 Stunden am Tag arbeiten, in der Woche arbeiten. Ja. Ich weiß gar nicht, das ist so lustig irgendwie und traurig und ja, langsam müssten wir aufwachen und das mal verstehen und wieder mal merken, dass das alles völliger Schwachsinn ist, was einem erzählt wird. Denkt mal selber wieder nach, kommt zur Vernunft und ja. Ja, macht, was euch erfüllt. Hört auch auf eine Arbeit zu rennen, die euch keinen Spaß macht. Peace.